Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten. Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend, einen schönen sonnigen guten Abend. Willkommen beim Grillfest. Hallo bei Das. Aber beim Thema Brot muss ich noch mal fragen, Heiko, wie sehr vermissen Sie eigentlich in Amerika deutsches Brot? Ja, sehr eigentlich. Also da gibt es ja kein deutsches Brot oder nur in Ausnahmefällen, dass man dann da vielleicht eine deutsche Bäckerei, gibt es zwei, glaube ich, in Miami. Ja. Aber das Brot ist nicht so frisch wie bei euch. Einer, der auszog, ja, um in Amerika die ungewöhnlichen Tierfilme, zu drehen, Spezialgebiet Python. Heiko Kierast, heute Abend auf dem roten Sofa. Heiko, herzlich willkommen. Und vielen Dank für die Einladung. Unsere Partnerin hier heute Abend, die werden wir gleich noch mal vorstellen. Vorher gibt es ein kurzes Porträt über Sie und das hat Nico Schrader gemacht. Keine Angst. Ihnen kann bei diesen Bildern nichts passieren. Gefährliche Tiere sind seine Spezialität. Besonders Riesenschlangen. Geboren in Güstrow hat er eine schwere Kindheit. Nach Jahren im Kinderheim, Handwerkerlehre und Fachhochschule. Die Wendezeit ist für ihn der Aufbruch. 1993 wandert er aus in die USA. Er will zum Film. Hinter die Kamera. Über Umwege findet er seine Stars. Die Tierwelt Floridas, wo er lebt. Und dazu gehören auch Krokodile und Riesenschlangen. Diese Bilder, im Internet schon 150 Millionen Mal aufgerufen, machen ihn berühmt. Tierfilmer Heiko Kira. So, wir haben Sie ganz aufmerksam zugeschaut, was wir für einen schönen Film über Sie gemacht haben. Wir werden noch viele Geschichten von Ihnen noch hören heute Abend. Jetzt müssen wir unseren Gast erstmal vorstellen. Citronella ist das. Ich möchte vorweg sagen an alle, die sich jetzt Gedanken machen, alles hier gemäß der Tierschutzbestimmungen. Citronella ist sowas auch gewohnt, ist 9 Jahre alt, 3,30 Meter ist sie lang und ja, eine Filmschlange, die schon im Tatort mitgespielt hat. Jetzt hört man das eigentlich, dass sie so ein bisschen... Ja, sie fühlt sich ein bisschen unwohl, da sind zu viele Leute und zu viel Licht, aber ist trotz alledem relativ relaxed. Schlange. Ist auch eine Modelschlange übrigens, die... sehr hübsch, ja, eine sehr hübsche Schlange. Die schon bei Verona Poth um den Hals hing. Aha. Ich wollte noch sagen, also, ne? Ja. Es ist eine ganz tolle Schlange. Das ist ja die Tigerpython, ne? Die sind ja von Südostasien. Und natürlich so ein Prachtexemplar, das sieht man sehr selten, weil das ist ja jetzt eine Albino-Python. Ja. Und da fehlt eigentlich das Color-Pigment. Das ist weggelassen. Normalerweise sind die relativ dunkel, so bräunlich halt, ne? Ja, bräunlich genau. Gemustert. Bräunlich gemustert, ja. Wie lang werden die insgesamt? Oh, die können zwischen 6-7 Metern, also 6 Metern, das ist schon eine sehr große, lange Schlange. Dann aber auch 90 Kilo können die auf der Waage packen. Und die können im Durchmesser so dick wie ein Telefonmast werden, ne? Oh, schon. Und da steckt viel, viel Kraft dahinter. Wenn die zudrücken... Da gibt es kein Überleben. Erzählen Sie uns, was war das für ein Zufall, der Sie hat zum Tierfilmer werden lassen? Da gibt es eigentlich mehrere Zufälle. Einer der gravierendsten Zufälle war, dass ich im Prinzip, ich habe mir eine neue Kamera gekauft und ich habe keine Drehbücher geschrieben und die Leute sind nicht erschienen. Sie wollten Filme machen mit Schauspielern? Ich wollte kleine Filme machen, Kurzfilme fürs Internet. Ja. Und am ersten Tag sind alle erschienen und am zweiten Tag war keiner mehr da. So, und da habe ich gedacht, naja, was mache ich nun? Und ich war in den Everglades gewesen. Die Stories basierte auf die Everglades. Das ist ja der Nationalpark in Nordamerika, in Florida, ja. Und da habe ich mich einfach umgedreht und hinter mir haben die Alligatoren gefressen. Die hatten da irgendwas gerissen und da habe ich die Kamera raufgehalten und von dem Moment bin ich an Natur gelandet. Wir haben einen Ihrer bekanntesten Filme, den zeigen wir und vielleicht sagen Sie auch noch mal was dazu, der bei YouTube, ich glaube, 150 Millionen Klicks hatte. Hier, eine Python-Schlange, der Python heißt es ja denn in der Kurzform. Der Python, ja. Erzählen Sie was dazu. Wie groß ist der Alligator? Ich meine, das ist ja schon... Ja, also dieser Alligator war fast 2,5 Meter lang gewesen. Das ist trotz alledem noch nicht ein ausgewachsenes Tier, aber war ein sehr großes Tier gewesen. Und diese Python, die war dann schon ungefähr 3,5, 4 Meter. Und ich habe da aber tagelang dran gedreht, weil ich habe die Spuren im Sumpf gesehen, dass sich da eine große Schlange aufhält. Und da bin ich dann am ersten Tag hat überhaupt nichts gelaufen, da habe ich nur die Spuren gesehen. Am zweiten Tag hatte ich dann schon mal die Schlange gesehen. Und am dritten Tag waren dann beide da gewesen, der Alligator und die Riesenschlange. Und da habe ich dann auch einen ganzen Tag verbracht.
Und am, oh, guck am dir das mal Abend, an jetzt hier. Am Abend. Ich meine nicht Zitronella, sondern wie der Alligator da reinrutscht jetzt, ne? Ja. Und am Abend habe ich dann, bevor die Sonne unterging, habe ich die Aufnahme bekommen und ich habe gebeten, dass bitte, bitte, bitte Licht bleiben, weil ich hatte kein künstliches Licht mitgehabt. Ja. Ja, und dann habe ich dann die Aufnahme gehabt und da ist dann natürlich alle Welt verrückt geworden. Ja, ich wollte gerade sagen, das war ein Riesendurchbruch. Also das ist wirklich, das war mein Durchbruch gewesen, ja. Da haben sich dann auch sofort die großen TV-Stationen in Amerika gemeldet. Mhm. Und ich habe ja überhaupt nichts mit Film und Fernsehen zu tun gehabt. Ich war im Prinzip Hobby-Videograf gewesen. Und nachdem die erste Show, und da hatten die dann mein Bild mit reingenommen und Bildmaterial. Und die Show ist dann ein Bombenhit geworden. Und nachdem haben sich dann die Telefone heiß gelaufen. Und ja, und seitdem bin ich Filmemacher. Seitdem schießt er hier durch die Ecke als Tierfilmer. Ja. Ist wirklich unglaublich. Übrigens, wir haben witzigerweise haben wir auch noch das, wie so etwas enden kann. Python frisst Alligator. Die Bilder haben wir auch noch. Das können wir noch mal sehen. Es ist nämlich nicht unbedingt so, dass jetzt der Alligator nur gewinnt in dem Fall. Guck mal, hier, da sieht man, der Alligator hat sich da rausgefressen aus der Python. Ja, aber das sind auch so Aufnahmen, die ich habe Glück gehabt. Ich habe sehr großes Glück gehabt, weil das findet man. Das ist einmalig. Und ja, da war diese Python und die habe ich aber auch nur gefunden, weil die Geier ja schon rübergekreist sind. Und da habe ich mich einfach an den Tieren orientiert und die haben mich da hingebracht. Da war was verändert. Und wenn der Alligator gefressen wird, dann kann da sein, also Alligatoren haben die Möglichkeiten, ihren Herzschlag auf einen Herzschlag per Minute runterzusetzen, wenn die unter Stress stehen. Ja. Und das heißt natürlich, dass die Schlange, wenn die jetzt ihr Tier attackiert und das umbringt, die weiß gar nicht, dass der Alligator immer noch am Leben ist. Ja, die denkt es. Bumm, ja, bumm. Ja, genau. Und dann hat die den aufgefressen und als der Alligator halb aufgefressen war, hat er gezappelt. Hat er mit den Beinen, mit dem Schwanz rumgewedelt, hat er sich gewehrt, da wollte er raus. Und da habe ich auch gesagt, Mann, Junge, das ist ja wirklich was. Ganz, ganz interessant. Und wenn die jetzt drinne sind, aufgefressen sind, sowas dauert, kann auch 3 Stunden dauern. Das geht nicht einfach so jetzt, munizieren nichts. Sie erzählen das so, als wenn das da so in der Tagesordnung wäre, Mensch. Das ist ja echt, das ist ja unglaublich. Na, auf alle Fälle, wenn der Alligator aufgefressen wurde und er ist immer noch am Leben, dann kann er natürlich unwahrscheinlich Verletzungen innen drinne im Verdauungstrakt anrichten und der kann sich dann auch durchbeißen und rausklaren. Habe ich noch nicht gefilmt, hoffe ich, dass ich es irgendwann filmen kann. Aber das sowas ist natürlich eine dicke Möglichkeit, sowas mit der Kamera aufzunehmen. Ne? Zitronella scheint sich ja einigermaßen wohl zu fühlen, Alligatoren. Ja, sie ist schon, Sicht, hat ne? sich schon wieder ein bisschen beruhigt. Ja. Ja.